Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Leitungen und Kabel sind unser Thema. Dieses Mal sprechen wir über den Motoranschluss. Da müssen wir ein bisschen mehr beachten. Jetzt haben wir gehabt mechanische Festigkeit, Erwärmung haben wir gehabt, Spannungsabfall haben wir gehabt. Und beim Motoranschluss haben wir noch ein paar Sachen, die müssen wir zusätzlich beachten. So ein Motor hat nämlich einen Anlaufstrom. Haben wir mal gesprochen, also während der Beschleunigungsphase braucht der Motor einfach mehr Strom, weil er muss ja beschleunigen und so weiter. Ja. Beim asynchronen Motor haben wir zum Beispiel gesprochen über Stern-Dreieck-Anlauf und so weiter. Kann man ansehen, wenn man will und wenn man sich nicht mehr erinnern kann. Dann hat so ein Motor eine Rückwirkung aufs Netz, Netzrückwirkung. Ja. Und ja, der Motorschutz selbst, der Motor, wenn man den belastet und so weiter, wieder auch hart und kaputt. Da muss man sich auch Gedanken machen. Ja. In diesem Video jetzt einmal soll es gehen über den Anlaufstrom. Ja, also so, wir sprechen jetzt einmal, was ist zu beachten beim Anlaufstrom. Es geht da primär um die Auslegung der Vorsicherung. Ja, also Sicherung, welche muss ich denn wählen? Ja. Also Anlaufstrom. So als Pi mal Daumenwerte für ganz normalen Asynchronmotor, Käfigläufer, ja. Ich schreibe nicht Pi mal Daumenwerte, sondern ich schreibe Richtwerte, es klingt einfach professioneller, also ich erzähle jetzt Richtwerte. Asynchronmotor. Käfigläufer. Ein Wald- und Wiesenmotor, so wie er halt aufgebaut ist. Ja. Wenn ich direkt einschalte, ja, direkt das Einschalten. Denn, also was das T vergessen ist. Ja. Dann der Anlaufstrom, ja, IAN, ist ungefähr 6-mal den Nennstrom. Ja. Motor oder Nennstrom, 6-facher Nennstrom ist der Anlaufstrom. Direktes Einschalten. Dann haben wir noch Stern-Dreieck-Anlauf. Da haben wir, der Anlaufstrom, Jan, ist ungefähr der 2-fache Nennstrom. Ja, gilt nur umschalten bei Nenndrehzahl. Ja, weil sonst bin ich nur dazwischen. Also ich lasse den im Stern anlaufen, ja, und dann, wenn ein Nenndrehzahl ist, schalte ich auf Dreieck um. Nicht tuk, tuk. Ja, weil dann wieder da beim direkten Einschalten. Ja. Stern-Dreieck-Anlauf. Ja, und bei Sanftanlaufschaltungen da ist das sogar einstellbar. Gell? Da ist das IAN, kann man einstellen und da ist 1 bis etwa 5-facher IN. Ja. Das sind so typische Richtwerte. Also mit diesen Werten müssen wir rechnen, wenn wir einen Motor einschalten. Ja, die Sicherung, die Vorsicherung, ja, die ist ja eh, die schmilzt ja nicht gleich. Ja, schmilzt der nicht gleich? Ja. Also als Vorsicherung kann man jetzt, welche Sicherung muss ich jetzt wählen? Ja? Wann? Der Anfahrvorgang, ja, Anlaufvorgang kurz. Ja. Das, was heißt das kurz? Kleiner 30 Sekunden. Ja. Kleiner 30 Sekunden. Dann kann ich eine ganz normale Wald- und Wiesensicherung nehmen, ja? Also normale. Ja? Was ist eine normale Sicherung? Typ
Grenzbereichsschutz, ja, und Geräte. Geräteschutz, GG. Ja, GL hat es früher geheißen, Leitungsschutz, jetzt heißt es GG. Ganz normale, da braucht man keine AM, eine Teilbereichsschutz, Motorsache. Ganz normal. Verwenden eine ganz normale Sicherung, hat den Vorteil, dass man den ganzen Bereich schützen, ja. Also, wenn ich das verwende, ja, dann kann ich ungefähr bei einem Stern 3er Anlauf, dann so der Nennstrom dieser Sicherung soll ungefähr 1,3-fachen Nennstrom vom Motor sein. Ja? Stern 3er Anlauf. Weil ich erwarte nur 2-fachen. Wenn der länger andauert, dieser Anfahrvorgang, dann lösen wir aus. Ne? Weil wir haben nur 1,3-fachen. Aber dadurch, dass das ja erst warm werden muss, da nutzen wir das aus, dass die Sicherung nicht gleich schmilzt. Ja? Direktanlauf. Eine Sicherungsstufe höher. Sicherungen sind in Stufen, gibt es die, und dann nehme ich halt nicht den 1,3-fachen, sondern nehme eine Stufe höher. Fertig. Ja? Fertig. Wenn der Anlaufvorgang länger dauert wie 30 Sekunden, ja, dann brauche ich eine stärkere Sicherung, stärkere Vorsicherung. Was kann ich jetzt zum Beispiel für verschiedenste Motorleistungen so, was hat sich da sinnvoll erwiesen? Ja? Erfahrungswerte. Im Manager-Sprech oft auch Best Practice genannt, ja, das machen wir Best Practice, kein Wunder, ja. Also, wir haben da einen Motor, der hat Kilowatt, ja. Motorleistung. Dann haben wir Nennstrom des Motors, ja. Und dann haben wir Typ GG. Bei Sterndreieck, ja, und Typ GG bei Direkt. Direkt einschalten, ja, machen wir Tabelle. Wird reichen hoffentlich. Ja. Also, ich nehme jetzt einfach so typische Motorenwerte. Zum Beispiel 1,5 Kilowatt, ja, 2,2 Kilowatt, 3 Kilowatt, 4, 5, 5,5 gibt es häufig, 7,5 Kilowatt, 11, 15, 18,5. Erst 18,5, das soll heißen 18,5. Ja. Schön dazugeflickt, passt. Ja. Nennstrom, was hat der in etwa? Ja. Nennstrom haben wir ungefähr da 3,5, ja. Da haben wir ungefähr 5,2 Ampere, da haben wir ungefähr 7 Ampere, da haben wir ungefähr 9 Ampere, da haben wir ungefähr 11 Ampere. Da haben wir 11,8, nicht viel mehr, logischerweise, wir haben nicht viel mehr Leistung. Da haben wir 15,6 Ampere, da haben wir 22,5 Ampere, 30 Ampere und 36 Ampere. Ja. So, mit was sichere ich das jetzt ab bei einem Stern-Dreieck-Anlauf? Bei einem Stern-Dreieck-Anlauf, ja, machen wir da 6 Ampere, ja, sicher, und da haben wir 10er,
dann verwenden wir ebenfalls ein 10er, da wird ein 10er schon ein bisschen knapp, gell? Da verwenden wir 16er, da verwenden wir wieder 16er, da können wir 20er verwenden, dann haben wir da 25er, dann haben wir da 35 und 50 Ampere Sicherungen. Ja, das wäre praktisch die Absicherung. Und beim direkten Einschalten einer Sicherungsstufe höher ungefähr 10, ja, 16, 16, 20, 20, 25, 35. Da sind wir eh wirklich weit entfernt. Ja, da bleiben wir bei 35, ja, da haben wir 50 und da haben wir 60. Ja. Das sind so Erfahrungswerte, wie man Sicherungen wählen kann bei einer gewissen Motorleistung. Ja. So schaut das aus. Also so wählt man praktisch die Vorsicherung aus für bestimmte Motore, um den Anlaufstrom abzudecken. Ja. Also wie gesagt, wenn es ein normaler Anlauf ist, dann reicht eine Wald- und Wiesensicherung. Und wenn man so eine Wald- und Wiesensicherung praktisch für länger dauernde Werte nimmt, habe ich da die Erfahrungswerte aufgeschrieben. Ja. Das nächste Mal schauen wir uns die Netzrückwirkung an von einem Motor. Ja. Also so ein Motor wirkt ja auch aufs Netz zurück. Und was muss ich dabei beachten? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.